Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zur New Yorker Feuerwehr in Emergency New York City. Und ja, ich dachte mir, wir gucken uns das Spiel weiter noch an. Mal sehen, ob wir irgendwann mal einen richtigen Auftrag erledigen. Das letzte Mal hatten wir den Containerbrand und dieses Mal, ja, warten wir mal ab. Wir werden erstmal unser Feuerwehrfahrzeug rausholen. Und ich habe ja beim letzten Mal auch schon gesagt, ja, wir werden uns das immer mal wieder anschauen. So, setzen wir uns mal richtig hier rein. Und starten mit I den Motor. Mit T die Parkbremse raus. Und dann werden wir die erstmal hinstellen. Oh, oh. Einsatz, Einsatz. So, mit Alt rechts. Nee, links kann man hier diesen Auftrag. Man tut hier einfach irgendwie immer so wilde Ruf drücken, bis hier irgendwann mal was kommt. Ah, so, gut, alles klar. Bla bla bla, Alarm, Alarm. Es tut weh im Darm. Oder so eine Art. Gut. Alles klar, das machen wir mal weg. Jetzt muss ich erstmal selber schauen, wie war denn das jetzt? Wo ist denn meine Feuerwehr hin? Ach. Wo ist er denn jetzt? Da ist er, da ist er. Doppelklick. Mensch. Ich muss wirklich erst immer mal gucken, wie ich das immer mache. Oh, jetzt bin ich hier rausgejoint. Komm, 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 rein hier ins Fahrzeug. F. Reinsetzen. Und dann fahren wir mal langsam los. Okay, 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 okay. Blaulicht an. Mit den ganzen Tasten, da bin ich noch nicht richtig klargekommen. Aber man hört diese Funksprüche. Das ist schon irgendwie lustig. Es sieht so aus, als würden wir hier auf die Straße hier rauf müssen. Nee, das ist komplett falsch. Warte mal, wir müssen mal die Map aufmachen. Wo sind wir denn eigentlich? Wo müssen wir eigentlich hin? Wo müssen wir hin? Ganz oben im Norden. Da muss doch irgendwo Feuerwehr sein. Warum müssen wir bis dorthin fahren? Aha. So, warte mal. Da könnten wir doch eigentlich eine andere Feuerwehr nehmen, ne? Okay, wir fahren trotzdem mit der. Die haben uns... Die wollten Unterstützung von uns. Also kriegen sie auch die Unterstützung. Und fahr doch mal vorwärts. Oh, gut, alles klar. Ich habe jetzt mal wieder den Controller angemacht. Fahr jetzt mal mit dem Controller. Manchmal will es, manchmal will er nicht. Also dieses Spiel hat noch sehr, sehr viel ja, Fehler. Nur mal so als Info für den einen oder anderen, der sich das jetzt mal angucken möchte. Die KI jetzt, die Fahrzeuge habe ich erstmal deaktiviert, weil ich einfach die Befürchtung habe, dann läuft das noch schlechter, wie es eigentlich jetzt schon läuft. Wir werden uns definitiv auch mal angucken, wie es mit dem Multiplayer, was wir da machen können. Lalalala. Und für mich sah das schon mal grafisch mal besser aus. Also ich meine jetzt die Fahrzeuge. Läuft ja alles, glaube ich, auf die Unity Engine. Und wir werden jetzt erstmal hier die Autobahn verlassen. Können wir, glaube ich, hier machen. Und mal gucken, was für Auftrag wir bekommen. Die Idee, ja, mit Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen oder Rettungswesen hier zu agieren, das ist natürlich extrem geil, ja. Aber Feuerwehrsimulation ist natürlich immer so ein Thema. Gerade für die Leute, die selber bei der Feuerwehr sind. Uiuiuiui, wer kommt denn da über die Straße? Der eine oder andere sieht jetzt doch ein bisschen ernst. Ist ja auch ein ernstes Thema, wenn man dabei ist. Aber ich will euch einfach nur das Spiel ein bisschen zeigen. Vielleicht hat der ein oder andere denn schon Interesse, was man hier schon dort machen könnte. So, wir sind gleich oben. Und dann schauen wir mal, was wir da zu erledigen haben. Ich habe auch die Zeit angehalten. Es gibt natürlich auch eine dynamische Zeit. Man kann die Echtzeit machen. Kann man alles einstellen. Ich habe sie aber stoppen lassen, weil es doch manchmal ein bisschen schnell geht. So.
New York hat natürlich das Problem mit den Straßen, dass hier sehr, sehr viel Einbahnstraßen sind, ne? So, wir müssen, glaube ich, die. Guck mal, jetzt müssen wir erstmal in eine Einbahnstraße reinfahren. Aber ich habe die KI, wie gesagt, raus. Oh Gott, da wackelt der hin und her. So, was haben wir denn eigentlich für einen Brand hier? Warum unsere Kollegen das nicht machen können? Ach, ein LKW brennt. Ach, je. Da steht hier noch ein Taxi oder was? So, warte mal. Oh je, Mini. Er brennt ein LKW. Oh, erstmal schauen, ob wir hier noch irgendwelche Leute hier finden. Ach. Ah, Artenschutz hat aufgesetzt. Aber ich will mal was ausprobieren. Wie kann man denn die Zeit ein bisschen umstellen? Ja, dass der Körper da immer denn mitbewegt, ja? Wenn ich das mache, wo ist denn jetzt die Zeit? Sieht das denn dunkel aus? So würde es dann im Dunkeln aussehen. Ja. So, ich muss natürlich immer wieder mal sagen, mir geht's gut. Es gibt die Möglichkeit, wir machen es mal noch ein bisschen anders, ein bisschen realistischer. Und zwar holen wir uns jetzt noch ein Polizeifahrzeug. Du, 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 du. Oh. Los, alles rein. Ja, fahr doch mal. Okay, Polizeifahrzeug. Wir holen uns erstmal ein paar Einsatzkräfte hier hin. Oh, der driftet hier um die Ecke. Das ist ein Fahrgefühl. Mach ich das mal aus hier. Oh, der Bus hängt ein bisschen im Boden, ne? Ja, ich weiß, ich fahre jetzt gegen den Strich, aber ist egal. So. Ich glaube, ich werde da noch ein Feuerwehrfahrzeug holen. Als Unterstützung. Multiplayer wäre es jetzt natürlich ein bisschen interessanter, ne? Da würde einer ein Polizeifahrzeug nehmen, die Straße absperren, aber mit der Polizei kann man noch nicht ganz so viel machen, außer hier rumfahren und sie ja quasi dorthin stellen. Aber wir machen das einfach. Ein bisschen Spaß muss sein. So. Wir können ja mal gucken, welche Wache hier oben ist. Dann könnten wir durchaus noch ein anderes Fahrzeug anfordern. Die sollen ja auch automatisch irgendwann mal zur Einsatzstelle kommen. Ich habe es mal probiert. Bis jetzt sind die bei mir immer so, die wollen nicht. Die machen ihren Arbeitsstreik. Ja. Ja. Und hier ist die Wache. Okay. Polizei ist auch da. So, zur Unfallaufnahme. Nicht so nah am Feuer hier. Könnten wir ja den Motor hier ausmachen. Wir gucken jetzt mal mit F2. Oh, jetzt ist. Man tappt immer aus dem Bildschirm raus. Also, wir sind in der 30. Wache. Was ist denn das für eine? Was ist das? Sehe ich das hier irgendwie? Die 62. oder was ist das? Ich sehe das nicht richtig.
Engine Code 62. Ja, okay, gucken wir mal, ob es da irgendwo was 62-mäßiges gibt. Oder 32. Na, das ist nicht so richtig. Nee, dann müsste es, glaube ich, 32 sein, ne? Okay, 32. Und jetzt könnte ich hier sagen, kommt mal hierher. Wenn ihr hierher kommen möchtet. Boah, das qualmt immer mehr. Aber. Eieieiei. Alter Schwede, ja, das ist ganz schön krass hier mit dem Feuer, wa? Und schwierig mit der Kamera hier irgendwie mal ein bisschen was zu machen, ja. Aber man hört immer schön die Funksprüche, ne? Oh, wo bin ich jetzt? Okay, ich glaube, ich müsste einfach hier so ranklicken. Jetzt habe ich meine Feuerwehr. Ich höre was. Ich höre was. Ich dachte, ich kommt jetzt irgendwie noch eine andere Feuerwehr. Nee, weil anscheinend nicht. Dann müssen wir es, glaube ich, selber machen. So, warte mal. So, da sind wir. Okay, der hat das nicht gemacht. Okay, dann werden wir... Boah, das ist echt, echt nicht einfach. Um. Motor an, Feststellbremse los. Mit J. Die ganzen Sachen am machen. Komm. Ich glaube, für den LKW bräuchten wir keine externe Wasserversorgung. Der hat ja einen gewissen Tankinhalt, hat er ja drinne. Ey, was macht denn die Feuerwehr da? Warte mal. Wo ist denn jetzt meine Maus? Hier, Driver. Hilfe! Einsteigen! Hilfe! Mir klauen sie den Feuerwehrwagen! Er fährt nicht mehr! Warte mal. Warte mal. Oh, gut, alles klar. So. Okay, dann steigen wir mal aus. Ist aber auch ganz schön Action hier hinterher. So, was werden wir jetzt machen? Wird das jetzt erstmal so reichen, oder? Warte mal. So, okay, warte mal. Normalerweise kann ich doch hier hochklettern. Mit F, ne? Ja, komm. Ich habe jetzt mal eine Pumpe angemacht. Aber der lässt mich hier oben nicht einsteigen. Ist das vielleicht die falsche Feuerwehr? Dass der das nicht machen will? Oder muss ich einen anderen Typen nehmen? Okay, wir probieren mal einen anderen, vielleicht einen Maschinist oder sowas. Ah, so, warte mal. Warte mal, ich würde lachen, würde der gehen. Ah.
Pumpe ist angeschlossen. Warte mal. Kann ich das jetzt irgendwie hier ranmachen? Nee, da will er auch nicht ran. Verdammt! Ich dachte, das ist der Spritding hier für die Feuerwehr. Aber hier ist doch so ein Ding. Nee. Ich bin überfordert. Was ist denn eigentlich eh? Ich brauche Feuerwehrunterstützung. Ich brauche Feuerwehrunterstützung. Mach mal jetzt die Pumpe nochmal aus, ey. Ich weiß, dass ich... Also ich habe das schon mal gemacht, dass ich hier oben mich raufstellen konnte. Und habe den gelöscht. Also das... das geht. Nehmen wir eine andere Klasse. Vielleicht jetzt dann. Oh, der hat Artenschutz. Wasser ist voll. Hydrant. Ist er nicht angeschlossen. Da ist auch nicht. Aber ich habe ja Wasser drinne. E kann ich jetzt irgendwie nicht drücken. Ich weiß auch nicht, warum er hier nichts macht. Motor muss ja anbleiben. Ich hole gleich noch eine andere Feuerwehr. Warte mal, warum will das nicht? Der müsste doch da oben denn. Warte mal, ach, kann das sein, dass er vielleicht irgendwie, dass man die Parkbremse angeschlossen haben muss, um hier. Aber pass auf, wir machen jetzt mal. Ich würde ja lachen, würde das jetzt das Problem gewesen sein. Oh, nochmal raus. Ah. Aha, nee, da geht gar nichts. Also der Motor muss auf jeden Fall an sein. Das war mir schon irgendwie bewusst. Hm. Ey, ich bin ja der... Oh, alle guten Dinge sind drei. Holen wir uns ein neues Fahrzeug. ja. Was ist das für einer? Kann ich nicht mehr Fahrzeuge hier nehmen oder was? So. Also jetzt müsste... Also ich sehe jetzt hier zum Beispiel, dass da irgendwie jetzt noch was ist. Gehen wir mal hier rüber. Ach, guck mal, die kommt raus. Die kommt raus, die kommt raus. Die kommt automatisch raus. Ey, es hat doch funktioniert. Warum hat denn das beim letzten Mal nicht funktioniert? Wir müssen mal schauen. Wo sind die jetzt? So. Oh, jetzt waren wir hier. Warum waren da jetzt die Handbremse wieder angeschlossen? Okay. Also, das hat auf jeden Fall funktioniert. Er wollte jetzt von hinten ranfahren. Ach, Mann, ey. Ich, der Feuerwehrmann. Ich krieg ja gar nichts hin. So, warte mal. Haut mal ab hier. Hau ab.
mal her. Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Oh, oh, oh. Jetzt? Okay. Ah, ich kann den Wagen jetzt gar nicht auswählen hier. Ich irgendwie will es bei mir nicht. Hat er jetzt irgendwas angezeigt gehabt? Ach, guck mal an! Jetzt! Irgendwie will er hier was... Mensch. Yes. Nee, der will, ich kann drücken, was ich will, er will das nicht annehmen. Ich glaube, der Einsatz... Oh, meine Güte, ey. Ich tappe hier jedes Mal im Dunkeln, ey. Was ist denn das für ein, eigentlich einer? Ich glaube, der LKW ist hier bald komplett abgebrannt hier. Wenn man das hier alles sieht hier. Warte mal, wir rennen mal hier so ein bisschen lang, ja. Irgendwie ist das hier der Einsatz voll und ganz in die Hose gegangen. Aber interessant ist es trotzdem, ne? Ja, okay, wir probieren es nochmal. Der zeigt mir auch nichts an jetzt hier. Hier, F. Ja, wird wahrscheinlich irgendwie jetzt ein Fehler sein, dass ich hier oben aufs Dach nicht raufkomme. Der hört sich aber auch irgendwie ein bisschen komisch an hier. Ich kann da oben das Licht anmachen, ja? Aber mal L, da Licht. Jetzt habe ich da Licht an. Kann hier irgendwie die Schläuche mitnehmen? Ja, jetzt habe ich hier einen Schlauch auf der Schulter und jetzt hier ranschließen kann ich es ja eh nicht, weil das irgendwie noch zu. Normalerweise müsste ich diesen großen C-Schlauch hier ranstecken können. Ja, gut, alles klar. Irgendwie habe ich ganz schön versagt. Ich weiß selber nicht, wie das nochmal... Was hier das Problem ist, weil ich hatte es im Vorfeld probiert, konnte ich mit dem Feuerwehr, konnte ich ein Auto löschen. Also dann bin ich da einfach so rangegangen. Und dann konnte ich es löschen. Aber jetzt irgendwie... geht hier gar nichts. Da hatte ich aber die Pumpe auch aus. Aber man sieht ja, da hat er auch noch seine Probleme. Also alle drei Feuerwehrfahrzeuge sind im Arsch. Ja, gut, Einsatz in Manhattan, LKW-Brand, ging natürlich in die Hose. Ich hätte euch das gerne gezeigt, aber ihr könnt gerne auch nochmal reinschreiben, wie man das vielleicht besser macht oder was ich vielleicht eventuell vergessen habe, weil, ja, wir wollen ja hier noch ein bisschen mehr sehen und wir könnten durchs Auto rennen. Ja, gut, mit den Worten macht der Maximus einen Fisch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn der Brand nicht gelöscht wurde. Ich mache einen Fisch, haut rein. Bye, bye.